So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ihr seht auf jeden Fall, der Ramses ist mächtig am Schwitzen, die Stirn glänzt, es ist schon wieder 1000 Grad im Schatten und da braucht man natürlich ein Erfrischungsgetränk. Wir waren jetzt im Lidl, im Aldi, wo waren wir? Aldi. Im Aldi waren wir natürlich, ne? Grüße gehen raus an den nicht Lidl, sondern an den Aldi und da gab es diese Woche im Angebot griechische Cola und griechische Limonade. Ich kann das zwar nicht aussprechen, gab es auch leider nur hier in so einem Sixpack, aber hier seht ihr auf jeden Fall erstmal die Limonade. Das seht ihr schon. Kann man auf jeden Fall lesen. Und hier auch noch die Cola davon. Gibt es auf jeden Fall auch. Sieht lustig aus. Sind auch so kleine Flaschen. Ich kann euch das mal von meiner Seite aus hier zeigen. So. Da steht auf jeden Fall Premium, Qualität, natürliches, griechisches Vergnügen, Orangeade, die traditionell griechische Erfrischung seit 1950 mit 20% Fruchtsaft auf griechischen Früchten, also nicht aus Früchten, sondern auf den Früchten drauf, ist nochmal 20% Fruchtsaft, sehr interessant. Wir können mal hier reinpoolen und mal irgendwie eins rausholen. So, fast. Ne? Ihr seht, mit einer Hand. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Hier so ein kleines Fläschchen. Orangeade mit Quellwasser aus der, oh mein Gott, Kefalofriso-Quelle. Die traditionell, ja, das steht ja überall. So, das können wir mal hier wegpacken. Das ist ja auch noch, ist das Limonade genau, nicht Saft. Und hier bei der Cola ist es auch so ähnlich. Premium-Qualität, Cola, fertig. Da steht auf jeden Fall nichts weiter, nur Cola. Wird auf jeden Fall auch so ähnlich sein. Das machen wir auch mal auf. Immer hier so den Finger und dann müsst ihr so drehen und dann schneidet sich das auf jeden Fall in die Hand ein. Und tut euch weh, dann habt ihr aber hier eine Cola, griechische Cola mit Quellwasser aus der, ihr wisst ja Bescheid für eine Quelle. Pfand gibt es auch drauf, steht auch alles dabei, 330 Milliliter. Und die muss ich jetzt nach dem Einkaufen direkt probieren, denn Pupsi hat Durst. Ihr seht, der Ramses, die Stirn, der eskaliert komplett, aber Pupsi hat Durst, ich natürlich nicht, ich brauche nichts, ich trinke einfach den Schweiß, der runterläuft, das ist wie bei so einem Springbrunnen, das wird unten aufgesaugt, kommt oben wieder raus. Wir probieren als erstes also mal die Limonade, denn sie wollte eigentlich nur die Cola, ich habe gesagt, dann nehmen wir gleich beides mit. Die ist auch eben umgefallen, ich hoffe, man muss das nicht schütteln wegen dem Fruchtsaft, Fleisch, ist kein Fleisch drin, gut. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Fruchtig, angenehm. Ja. Ja. Schmeckt. Aber irgendwie so fruchtig, dass man gar nicht merkt, dass das eine Limonade ist. Ich würde jetzt eher denken, dass das Wasser, ach, dass das Saft ist. Und wenn ihr beim Saft den einfach nur ein ganz kleines bisschen verdünnt, schon fast wie Sirup, hat auf jeden Fall eine richtig fruchtige Note. Die Kohlensäure merkt man auch nicht. Ist da überhaupt jetzt Kohlensäure drin? Ich weiß es nicht. Wir schütteln es mal kurz. Ja, da ist Kohlensäure drin. Es ist ja Limonade. Man hat die aber auch nicht gemerkt. Ihr kennt das, wenn ihr sonst was aufmacht und probiert mal eine Fanta oder Cola frisch gekauft. Ihr habt nur Schaum im Mund, weil die Kohlensäure so überraschend ist, so überragend. Jetzt seht ihr hier, ihr schüttelt und schüttelt und schüttelt. Und da kommt der Schaum. Wir machen es schnell wieder zu. Ne, wir machen es wieder auf und nehmen den Schaum in den Mund. So. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, bin ich positiv überrascht, zumindest bei der Limonade. Vielleicht ist es ja bei der Cola so, dass die einfach nur aus Schaum besteht, das werden wir jetzt aber austesten. Hier könnt ihr mal rumdrehen, dass ihr seht, dass sich da nichts absetzt, ne? Nicht zu sehr, sonst spritzt das vielleicht. Da zischt es auf jeden Fall ein bisschen mehr, obwohl ich die nur ganz leicht bewegt habe. Riechen auch erstmal.
riecht nach dieser typischen Cola-Nuss. Kennt ihr ja. Wir probieren einfach mal die griechische Cola. Hat auf jeden Fall eine leichte Cola-Note. Finde ich auch nicht so übertrieben. Ich glaube, wenn ihr natürlich die Coca-Cola gewöhnt seid, dann habt ihr diesen richtig kräftigen Cola-Geschmack, den auch gerade, wenn es gekühlt ist, der so richtig überzeugend rüberkommt. Andere schmecken immer so leicht. Das für mich, wenn ich jetzt eine Cola brauche, würde ich die nicht unbedingt trinken. Da würde ich trotzdem auf die Coca-Cola zugreifen. Ist aber okay, wirkt nicht so aufdringlich. Aber wer auf richtige Cola steht, auf jeden Fall keine griechische, gönnt euch trotzdem andere Produkte. Den Saft finde ich aber interessant, also die Limo finde ich interessant. Die würde ich auch öfters kaufen, öfters mal trinken. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut, wie gesagt. Bei Cola müsst ihr euch halt ein eigenes Bild machen, wenn es die noch gibt. Müsst halt mal schauen, gab es auf jeden Fall bei Lidl. Vielleicht könnt ihr die auch im Internet bestellen irgendwo. Gab es im Aldi natürlich. Griechische Cola. Ist genauso viel wie in der Dose drin. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Also die Cola kann Pupsi trinken, da freut sie sich auf jeden Fall. Die Limonade, die werde ich mir reinziehen. Ich glaube, die mag sie nämlich nicht. Ich kenne sie ja. Alles, was ich mag, findet sie kacke. Ne? So wie Subot zum Beispiel und seine Linkin Park Runde. Aber wir wollen ja nicht drauf rumreiten. Pupsi kriegt auf jeden Fall die Cola. Der Ramses kriegt das. Und ja, dann war es das von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.